Hallo bei der Wanderimkerei Kolbe. Wir sind jetzt hier gerade beim ersten Mal schieten und das wäre jetzt im Volk, was wirklich auch auf schön 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Waben richtig schön eng sitzt. Und auch selbst dieses Volk würde ich jetzt hier zurück. Man sieht es schon, ich sehe es auch, hier ist eine ältere Wabe, da und hier wird eine Junke kommen. Also ich würde das jetzt hier auf diese vier älteren Waben, weil die Königin auf ältere Waben zurzeit noch schöner stiftet, würde das Volk jetzt hier wirklich auf vier Waben auch zurücknehmen, damit die wirklich einen schönen Stott auf den vier Waben hat, maximal fünf, hier vielleicht sogar fünf. Aber mehr als fünf Waben würde ich jetzt in der ersten Brutperiode nicht geben, weil die Königin das sowieso nicht im ersten Brutkreislauf leistet. Und somit würde ich die jetzt hier schieden, habe dann hier, dass ich auch anschreiben kann, dass ich hier plus eine Wabe habe, also Bienenmasse, die dann auch schon hinterm Schied sich aufkettet, was überhaupt kein Problem ist. Und wenn es richtig kalt ist, dann ziehen sie sich wieder mit rein. Und insofern habe ich hier jetzt auch, wenn es wirklich knapp wird bei anderen Bienenvölkern, wo ich jetzt zwei Waben und ein bisschen schwächer und ich doch die Zucht oder die Leistungs-, die Reinzuchtkönigin erhalten möchte, habe ich dann da schon Masse, wo ich dann auch schon mal Bienen wegnehmen kann für die allererste Ausgleichung. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, einmal gleiche ich aus, das ist genau jetzt an diesem Punkt und vielleicht nochmal zur zweiten Durchsicht. Aber danach müssen die Bienenvölker sich entwickeln und müssen wirklich funktionieren. Ja, das war jetzt hier das erste Volk, was ich euch auch mal zeigen wollte wegen Schieden. Wir kommen vielleicht noch zu einigen anderen. Also bis später. Ja, jetzt sind wir hier nochmal bei so einem Volk nach dem Schieden. Also wie gesagt, das ist jetzt auch eins. Das hat so mindestens ein, zwei Waben Überhang nach den vier Waben. Aber ich bin der Meinung, wie gesagt, der erste Brutsatz soll da drinnen richtig schön sitzen. Und ich möchte jetzt einfach nicht riskieren, wenn jetzt nochmal Kälterückschläge kommen, dass die Bienen aus dem Wärmehaushalt nochmal rausfallen. Lieber sollen sich dann von außen noch ein paar mit nach drinnen ziehen. So, ich möchte jetzt eigentlich wirklich erwürgen, das oder bewirken, dass ich den ersten Brutsatz jetzt auf langlebige Bienen kriege und dass der Wärmehaushalt wirklich gesichert ist auf diesen vier Waben. Und ich denke mal, wir werden ja dann mit den weiteren Videos ja sehen, wie es da weitergeht. Was ich jetzt eigentlich sagen möchte, das sind wirklich die, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Brechervölker vom vorigen Jahr, die auf dem besten Stand sind und wo der gesamte Stand ja wahnsinnige Honigerträge gebracht hat. Und ich will jetzt einfach hier nur damit mal zeigen, dass wenn man dann rechtzeitig aufhört, wie ich es ja beschrieben habe mit meiner Brutunterbrechung, da wo wir die Königin in den Ableger rausgenommen haben und die dann vernünftig aufbaut, wie stark die Völker dann im Frühjahr wieder sein können, obwohl sie im vorigen Jahr ein wahnsinniges Leistungsspektrum gebracht haben. Also von daher, also wir haben jetzt hier einige schon durchgeguckt und ein Volk sieht eigentlich aus wie das andere. Alle so mindestens auf 7, 8 Waben, aber richtig schön bienenvoll und es ist wirklich eine Freude, diese Bienen durchzuarbeiten. Okay, bis später.